Das Jahr neigt sich nun langsam, aber sicher dem Ende zu und hält dennoch mit Weihnachten ein weiteres festliches Highlight parat. Dennoch erfordert auch das Begehen dieser Veranstaltung enormen Aufwand, wodurch es auch schöner ist, mal auszuschlafen und in Erinnerungen zu schwelgen. Das ist der Schlüssel zum Glück. Okay. Okay. Und wenn die Erinnerung gerade am schönsten ist, hat es sich ausgeträumt. Die Pflicht beruft. Du bist. Hast du den Christbaum muss man doch bringen. Scheiße. Was? 5 auf 1 schon. Sehr froh, aber fort. Da der Dezember mit dem heutigen Datum bereits bei seinem 24. Tag angelangt war und somit der Heiligabend entsprechend näher rückte, bot sich enorme Eile, schließlich sollte das Christkind am Abend ja entsprechend ehrwürdig empfangen werden. Und dafür wurde noch ein Christbaum benötigt. Oh, da ist ja der Reifen nicht dran. Ludwig! Was? Ja, immer schon. Noch schnell einen Leberkäse. Dafür muss selbstverständlich noch Zeit sein. Ja, das ist halt gut. 50 Grad kalt. Was? Ja, scheiße. Ja, ich mach mal einen Eisen da, oder? Ich werde schon dran. Nein, aber... Scheiße! Ludwig, kannst du auch was eigentlich? Nein, passt schon, aber der ist oben. Jetzt ist er fix. Na doch, da will ich nicht fallen, dass der Einkaufer kommt. Ja schon, weil ich kann das, hä? Du Mann, mit der Zeit. Ja. Da war ich in der Welt. Ja. Nur, was machen wir denn gar nicht? Ja. Der Weg da hat das nicht umgekehrt. Während dem Unimog nun wieder Leben eingehaucht wurde, konnte man darüber spekulieren, welche Baumart es zu holen galt. Etwa Nordmanntanne, Fichte oder doch nur den nächstbesten. Und dann auch noch, um die Auslastung optimieren zu können, ob man dann noch vielleicht beim Wertstoffhof vorbeischauen sollte oder etwas anderes transportieren sollte, um ja keinen Tropfen Diesel zu verschwenden. Während der kurzen Warmlaufphase wurde dem Unimog immer wärmer, sodass er bald auf Betriebstemperatur war und sich in einem Bild verewigen wollte. Nur dem Opa geschah das Gegenteil. Ihm wurde anscheinend etwas kälter. Stock mit raus, da muss ich noch eine Atmung legen. Das Naschen von Unimog-Gummibärchen bringt einen auf sonderbare Gedanken. Wir können doch Müll einlassen von einem Wertstoffhof oder Doch was ist das? Die Essensmeldung von der Oma! Was gehen wir da raus?
Motor. Ja, gut was, oder? Ja, ja. Ja, dann tun wir raus. Gut, passt. Ich muss mir ein Diesel noch mischen, weil wir da drin sind. Schau mal. Oh, ja, voll, voll, oder? Das ist nicht gut. Ja, das ist lang schon. Schützen wir, dass keiner was steht. Da, schau. Kriegst du auch. Ein kleines Weihnachtsgeschenk. Schaut doch schon gleich viel besser aus. Bedingt durch die Mittagspause ist der Zeitdruck nun nochmals etwas angestiegen. Dennoch galt es, die Effizienz nicht zu vernachlässigen. Und so wurde geplant, den Wertstoffhof anzusteuern. Wenngleich dieser Anblick nicht sonderlich weihnachtlich ist, die Zahl 24 ist nüchtern gesagt auch nur eine Zahl. Bei diesem guten Fahrbahnbelag in der Siedlung wurde noch nicht erweckt, dass später vielleicht Schneeketten benötigt werden können. Doch genau das sollte noch zum Verhängnis werden und dafür sorgen, dass die Planungen des Festes wieder zunichte gemacht werden könnten und dann das Christkind womöglich den Christbaum selbst mitbringen müsste. Nichtsdestotrotz verlief die Fahrt zunächst reibungslos und nach Plan, sodass zunächst die Ankunft am Wertstoffhof anstand. Dort angekommen wartet zunächst etwas Warmes auf die beiden, wodurch sie dann aufgewärmt starten können und den Müll beseitigen bzw. in die Container füllen können. Weitaus weihnachtlicher, wenngleich auch immer noch an den Unimog gebunden, ging es zu Hause zu. Dort war neben Mehl, der Waage und weiteren Plätzchenzutaten wie Eiern, Mehl, Zucker und so weiter auch die Oma verblieben, welche sich vorgenommen hatte, am Heiligabend noch den Plätzchenvorrat etwas aufzufüllen. Schließlich sollte am Abend keinem die Kraft ausgehen bzw. auch für die Mentalität und das Gemüt sollte gesorgt sein. Dafür braucht es viele Nüsse, natürlich in allen diversen Variationen sowie Trockenfrüchten und weiteren Zutaten, um dann schönen Teig herzustellen, wodurch dann schöne Plätzchen gebacken werden können, die dann in ihre Hülle und Fülle für das leibliche Wohl sorgen. Und dennoch ward auch hier den Details gedacht. Neben alten Formen kommen hier auch selbstgebastelte Unimog-Ausstecher zum Einsatz, welche für eine weitere Differenzierung unter den Plätzchen sorgen und dennoch gut schmecken. Die beiden steuern unaufhaltsam weiter auf den Wald zu, in welchem die Flut der Hexen toben und dennoch die Sonne recht hoch stand, sodass noch genügend Sicht für das Finden eines Christbaums vorhanden war.
die Fahrt auf der Vorstraße verlief zunächst problemlos, wohl auch dem guten Reifenprofil geschuldet. Die Euphorie war groß, wie das Ziel. Das Christkind war ein hoher Gast, der bald in das Haus einkehren sollte. Dafür wurden keine Anstrengungen und Bemühungen gescheut, um einen angemessenen Empfang zu bieten. Gemäß des hohen Anspruchs wurden jetzt sogar steile und unwegsame Geländepassagen bestritten, welche der Opa sonst sogar im Sommer meidet. Der anvisierte Christbaum schien zu greifen nah. Doch wie es immer kommt, auf den letzten Metern wird geholt. Das führt dann dazu, dass eigentlich erreichbare Ziele in unerreichbare Ferne geraten. Doch was ist, wenn es sich dabei um den Christbaum handelt, welcher für das Christkind praktisch lebensnotwendig ist? Naja, nicht gerade sonderlich lobenswert. Doch keine Anstrengungen werden ausgesetzt und die Bergung des Fahrzeugs hat nun oberste Priorität. Schließlich ist das Fahrzeug der Schlüssel zu einer erfolgreichen Fällung des Christbaums. Die Gedanken befinden sich nun beim Adventskranz bzw. bei den Zweigen, woraus dieser besteht. Diese wurden nur wenige Wochen zuvor an fast derselben Stelle geborgen und sind nun zu einem wunderschönen Adventskranz zusammengefügt worden, welcher stets vom Keiler bewacht und unter einem schönen Kreuze steht. Dennoch gab es bei der Bergung dieser Äste keinerlei Probleme. Jetzt allerdings scheint es, als müsse man abbrechen. Als nun alle Bergungsversuche gescheitert waren, gab es nur den Weg zurück. Doch dies hatte zur Folge, dass der anvisierte Christbaum nicht gefällt werden konnte, da er schlicht und einfach unerreichbar war. Dies hieß nun aber auch, dass dieses Jahr wohl kein stattlicher Christbaum im Hause Platz finden würde. Es sei denn, ja, das Christkind würde selbst einen mitbringen. Dass es sich dafür erbarmen würde, wäre kein Problem gewesen. Allerdings wollten die beiden, vor allem der Opa, das dem Christkind nicht zumuten. Und deshalb gingen sie einfach beschämt vom Kampfplatz. Völlig entzürnt mussten sie sich schon auf eine Abreibung seitens der Oma einstellen. Keine mental leichte Aufgabe. Heimwärts herrscht nun angespannte Stille. Schließlich muss damit gerechnet werden, dass sich die Oma bereits auf einen schönen Christbaum freute. Den Adventskranz nämlich hatte sie bereits entzündet und freute sich auf die beiden anderen. Ja, gesehen, die ist auch schon da. Das ist gescheit schön. Aber ich glaube, da müssen wir trotzdem noch ein bisschen was ändern. Nachdem nun also doch noch alles gut gegangen und der heilige Abend überstanden war,
Ja, super oder? War nach den Schafen nur noch der Onimog in sein warmes Bett zu bringen. Doch vorher musste dieser vom Schnee befreit werden, welcher in der kurzen Zeit der Weihnachtsfeierlichkeiten auf ihn gefallen war. Wahnsinn, wie viel das dort schon wieder umliegt. Mit dem Hereinbrechen der Nacht am Tage des 24. Dezember ging ein spannender, langer und nervenaufreibender, dennoch auch schöner Tag zu Ende. Zeit also für den Onimog zu schlafen. Beim Ausgang des Tages ließ sich noch nicht erahnen, welche Schneemassen morgen hereinbrechen würden. Wegen des vielen Neuschnees ging es zunächst an Schneeschaufeln. Doch anschließend stand das Einbauen des Weihnachtsgeschenkes auf dem Programm. Jetzt haben wir endlich die Beine auch noch. Scheiße. Ja, füllen wir sie jetzt auf. Bei dieser Gelegenheit stand zugleich auch eine Routineüberprüfung des Onimog an. So. Ja, dann schauen wir noch das Öl noch, ne? Und ein Keilröhm. Schaut nicht mehr gut aus. Hat schon einen Haufen Spül. Aber das geht schon noch ein bisschen, würde ich sagen, oder? Schön da mit drin. Fix schneidet sie jetzt. Mal tun wir rein. Die kleine Schau. Ja, schön ölig. Beißt alles. Planung ist das A und O. Aber schön, wenn es hinhaut. Es hat so viel geschnitten, dass der ganze Plan durcheinander gekommen ist. Und dennoch wurde dadurch die Zuverlässigkeit des Christkindes offenbart.